dass die diesjährige Ausgabe mit einem... Die Schweiz beteiligt sich seit Jahren am Monat der deutschen Sprache und das hat seinen Grund. Wir sind, Deutsch ist eine der Schweizer Nationalsprachen und ein ganz wichtiger Weg, um eben unsere Beziehungen auch zu Georgien zu gestalten, nicht nur im kulturellen Bereich, aber auch in vielen anderen Gebieten. Abrazo, Tango des Überlebens, der mit einer Schweizer Gruppe, eine Performance, die sich auf Schweizer Migrationsgeschichte bezieht und für Georgien sicher ein sehr relevantes Thema ist. Während des gesamten Monats finden nicht nur in Tiflis, sondern auch in den Regionen Veranstaltungen statt, wie Lesungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, um eben auch die deutsche Sprache in den Regionen noch weiter zu fördern und weiteres Interesse zu wecken. Aber wir haben schon sehr, sehr lange Beziehungen zwischen Österreich und Georgien. Die reichen weit über 120 Jahre zurück. Eine sehr bekannte Dame war Bertha von Suttner, eine Friedensnobelpreisträgerin, die 10 Jahre in Georgien gelebt hat. Und das zeigt, dass bereits vor 120 Jahren Georgien eigentlich Teil auch der westlichen Kultur gewesen ist. Und unsere Aufgabe mit solchen Projekten ist, dieses untergegangene Erbe, das durch die Sowjetunion so verschüttet wurde, wieder hochzubringen.